Lassen Sie mich beginnen, indem ich mal ein bisschen in der Geschichte zurückgehe. Ich könnte jetzt 101 Jahre zurückgehen, da würde ich dann beim Stinnes-Legin-Pakt landen, den man quasi als Urvater der Sozialpartnerschaft bezeichnen könnten. Aber da gibt es andere hier im Raum, die sich zu diesem Thema besser auskennen oder zugeschrieben haben. Also möchte ich mal da nicht so weit zurückgehen, sondern vielleicht nur mal so ungefähr 25 Jahre zurück. Und wenn wir uns da anschauen, was vor 25 Jahren über Deutschland geschrieben worden ist, dann wurde da immer schnell nach einem Arzt gerufen, weil Deutschland doch der kranke Mann Europas sei. Also 1999 hat der Economist so seine Titelgeschichte überschrieben. Dafür, dass wir da so krank waren, haben wir es dann doch ganz gut geschafft, die große Rezession 2008, 2009 zu bewältigen in einer sehr kooperativen Art und Weise, also gelebte Sozialpartnerschaft. Und heute spricht man dann weltweit vom deutschen Beschäftigungswunder, vom Modell Deutschland und Ähnliches. Und die Frage ist jetzt nur, ist das jetzt, wie soll ich mal sagen, kann man dann sich beruhigt zurücklehnen, obwohl wir natürlich auch wissen, dass die nächste Rezession schon ein bisschen um die Ecke lugt. Oder gibt es nicht doch ein paar Probleme, die wir sich genauer anschauen sollte? Und es gibt tatsächlich jetzt Sorgen vielleicht eher jetzt bei den Wissenschaftlern als bei den Praktikern. Aber zunehmend machen sich Ökonomen, Soziologen, Politologen eigentlich Gedanken um das deutsche Modell der industriellen Beziehungen. Das ist ja gekennzeichnet durch diese vier Punkte, die ich hier mal aufgeführt habe. Man kann vielleicht noch ein paar mehr finden, also durch Tarifverträge mit einem großen Geltungsbereich. Es ist gekennzeichnet durch eine intensive Arbeitnehmermitbestimmung, sei es auf Unternehmensebene, sei es auf Betriebsebene über Betriebsräte. Wir haben in Deutschland sehr umfassende Organisationen von Arbeitgebern, Arbeitgeberverbänden und von Arbeitnehmern, also Gewerkschaften. Und eben ein Charakteristikum des deutschen Modells ist eben auch das sozialpartnerschaftliche Verhalten, dass man eben tendenziell mehr auf Kooperation setzt statt auf Konflikt. Die Kanzlerin hat gestern beim 70-jährigen DGB-Jubiläum noch das hohe Lied der Sozialpartnerschaft gesungen. Und wie gesagt, das wird auch im Ausland immer als sehr klares Charakteristikum für das deutsche Modell, wie man miteinander umgeht, gesehen. Allerdings, wie gesagt, es gibt gewisse Sorgen. Und die sind eigentlich gar nicht so neu hier. Die sind vielleicht nur ein bisschen übertüncht worden, dadurch, dass insgesamt die Entwicklung in Deutschland so gut lief in den letzten 10, 15 Jahren. Nun, Wolfgang Streeck, der vielleicht international bekannteste deutsche Soziologe, hat schon in seinem Buch von 2009 über Reform in Capitalism von einer Erschöpfung der Institutionen in Deutschland gesprochen und insbesondere auch Erschöpfung der industriellen Beziehungen, also der Sozialpartnerschaft, der Mitbestimmung, auch der Tarifbindung. Anke Hassel hat 10 Jahre zuvor sogar schon eine Erosion des Systems der industriellen Beziehungen diagnostiziert. Und jüngst hat eine internationale Forschergruppe unter Leitung von John Addison hat vom Niedergang des deutschen Modells gesprochen. Nun, warum kommt man zu diesem Eindruck? Wir werden das nachher ein bisschen genauer noch hinterfragen. Aber es ist klar, wir haben ein Problem offenbar in einer Zeit, wo wir auch relativ viele wichtige Herausforderungen haben, mit denen wir uns irgendwie beschäftigen müssen. Ich werde Ihnen gleich noch ein bisschen genauer zeigen, inwieweit die Mitgliederstärke rückläufig ist bei den Sozialpartnern, bei Gewerkschaften und Arbeitgebern, wie die Tarifbindung abnimmt und auch die Abdeckung durch Betriebsräte. Und das alles vor dem Hintergrund von einigen allseits bekannten Megatrends, zum Beispiel, dass wir einerseits Globalisierung haben. Momentan schlägt es eher in zunehmenden Protektionismus um, aber trotzdem. Dann, dass wir einen massiven technischen Wandel haben, da denkt man natürlich zunächst mal an Digitalisierung. Dann leben wir in einer Welt der Migration und wir müssen uns irgendwie auch mit dem demografischen Wandel auseinandersetzen. Die Bundesbank hat gestern im neuesten Monatsbericht zum Beispiel vorgeschlagen, dass man wahrscheinlich bis 69 arbeiten muss und dass die Rente mit 67 sicher nicht funktionieren würde, wenn es so weitergeht mit der Lebenserwartung. Auch das ist natürlich eine klare Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft. Nun schauen wir uns mal an, wie es bei den Sozialpartnern direkt aussieht. Ich fange mal auf der gewerkschaftlichen Seite an und hier habe ich mal zurück bis 1960 die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften aufgeführt.
Sie sehen, wir hatten 1960 so in Westdeutschland so ungefähr oder knapp 8 Millionen Mitglieder. Und Gewerkschaften greife ich jetzt einfach mal ab als die Summe der Mitglieder im DGB, bei der DAG, beim Deutschen Beamtenbund und ich habe den Christlichen Gewerkschaftsbund auch noch dazu gerechnet. Und macht keinen Unterschied, aber Sie sehen hier also im Lauf so der 70er Jahre, auch der sozialliberalen Koalition ist es langsam so gestiegen und der Höhepunkt war so 9,5 Millionen vor der deutschen Einheit. Dann kommt dieser Zacken ist die deutsche Vereinigung, wo mehr oder weniger die ostdeutschen Gewerkschaftsmitglieder zwangseingemeindet wurden. Ich meine, sie konnten wieder raus, aber erstmal sind sie übernommen worden. Sie sind auch wieder raus, wie Sie sehen, aber es sind eben nicht nur die Ostdeutschen, die raus sind, sondern eben auch in Westdeutschland, weil wir haben halt inzwischen, auch wenn sich dieser Abschwung hier verlangsamt hat, haben wir trotzdem noch einen tendenziellen Rückgang und wir haben heute in Gesamtdeutschland eben weniger Mitglieder in Gewerkschaften als im Jahr 1960 allein schon in Westdeutschland. Also wir sind jetzt wieder zurückgefallen auf dieses Niveau, könnte man sagen, bei einer wesentlich höheren Zahl von Beschäftigten natürlich. Aber es ist sieht so nicht nur bei den Gewerkschaften aus. Wenn ich mal auf die andere Seite springe, zu den Arbeitgebern, da ist es mit der Zahlenlage ein bisschen schwierig, weil es gibt keine klaren Daten zur Mitgliedschaft oder Organisationsgraden in Arbeitgeberverbänden. Ich habe jetzt einfach mal als prototypisches Beispiel Gesamtmetall herausgegriffen. Da kann man schon einiges dran zeigen. Da war es auch so, dass der Organisationsgrad, der ist hier definiert, einfach als der Anteil an den Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie, die jetzt in Betrieben arbeiten, die Mitglied im Arbeitgeberverband sind. Und das waren immer so ungefähr 75% für lange Zeit in den 70er, 80er Jahren. Dann kam es so langsam ins Rutschen. Und diese Abwärtsbewegung wurde eigentlich erst hier gestoppt, als die Metallarbeitgeberverbände die Mitgliedschaft ohne Tarifbindung eingeführt haben. Das ist dieser Sprung. Und dann haben wir hier in den letzten Jahren mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung für Westdeutschland, aber trotzdem auf einem niedrigeren Niveau als früher. Und in Ostdeutschland, ja, das sind wir auf einem ganz anderen Niveau. Sie sehen hier, da sind wir in der Größenordnung von 20% Organisationsgrad. Also ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass hier eine gewisse Erosion auf beiden Seiten zu beobachten ist. Und angesichts dessen, dass wir bei den Sozialpartnern was sehen, aber auch angesichts dessen, dass wir irgendwie mit dem Lauf der Zeit beobachten, dass das deutsche System sich gewandelt hat, ist es vielleicht ganz nett, mal einen kurzen Überblick zu haben, wie eigentlich der Forschungsstand zur industriellen Beziehungen ist. Da hat sich doch einiges getan in der Einschätzung des deutschen Modells. Weil so bis zu Ende der 80er Jahre konnte man in Westdeutschland fast automatisch davon ausgehen oder man ist davon ausgegangen, ja, da gibt es halt immer Tarifverträge und es gibt Mitbestimmung. Man hat es nie so genau untersucht, man hatte auch keine Zahlen dazu, muss man auch dazu sagen, keine guten Daten. Aber Sie können da auch in Lehrbüchern aus dieser Zeit nachlesen, ja, und es gibt Mitbestimmung und es gibt Tarifbindung. Naja, dann hat man mit der Zeit festgestellt, so einfach ist es vielleicht doch nicht. Denn so ab Mitte der 90er Jahre wurde eine gewisse Ausdifferenzierung beobachtet. Und ich habe Anke Hassel schon erwähnt, sie hat 1999 in einem wichtigen Beitrag darauf hingewiesen, dass Tarifverträge und das Mitbestimmung eigentlich sich zunehmend konzentrieren auf große Industriebetriebe und zum Beispiel sehr selten im Dienstleistungssektor zu finden sind. 10 Jahre später, Kathleen Thelen, die sagt, naja, das System ist eigentlich formal ziemlich stabil, aber innerhalb des Systems haben wir eine gewisse Segmentierung. Wolfgang Streeck habe ich schon erwähnt, der spricht inzwischen von einem schrumpfenden Kern und einer wachsenden Peripherie. Und Wolfgang Schröder hat jüngst so drei Welten identifiziert. Er hat also gesagt, wir können uns eigentlich die industriellen Beziehungen in Deutschland, das deutsche Modell, so betrachten, so als eine Art von drei Welten. Das traditionelle System, wie wir es glauben zu kennen, mit Betriebsrat, mit Tarifvertrag und so weiter, das ist die erste Welt. Wo finden wir das noch? Na, wir finden es in erster Linie in der Industrie, wir finden es in Exportbetrieben, vermutet er, im Kern des öffentlichen Sektors, auch in großen Betrieben. Die dritte Welt ist für ihn eine Welt der Betriebe, wo es weder Sozialpartnerschaft noch Arbeitgeberverbände noch Gewerkschaften sind, die irgendeine Rolle spielen. Und der zweite Welt, das sind so Zwischenformen. Gucken wir mal ein bisschen, konfrontieren wir das mal ein bisschen mit der Realität. Also Schröder macht diesen Entwurf, und der ist ganz interessant, das zu lesen, aber er unterfüttert es nicht direkt mit Daten.
Aber das können wir machen. Was ich Ihnen hier erstmal ein bisschen präsentieren möchte, ist, wie sich die Eckpfeiler der industriellen Beziehungen in Deutschland entwickelt haben. Das sind sehr, sehr, sehr viele Zahlen jetzt gleich. Ich werde nur ein paar rauspicken. Das ist eine Auswertung, die ich zusammen mit Michael Oberfichtner vom IAB vorgenommen habe über die letzten 20 Jahre hinweg. Wir nehmen das IAB-Betriebspanel hier und wir beschränken uns hier nur auf Betriebe, die mindestens 5 Beschäftigte haben, weil ja auch nur dort überhaupt ein Betriebsrat eingerichtet werden könnte. Wenn wir uns mal erstmal auf die Betriebe konzentrieren. Ich werde nachher zu den Beschäftigten übergehen. Aber schauen wir nur mal auf die Betriebe. Und wie gesagt, unser Beobachtungszeitraum ist 1996 bis 2015. Da sehen wir, dass wir heute in Deutschland ungefähr 37% der Betriebe einen Tarifvertrag haben. Allerdings 1996 waren es immerhin 65%. Innerhalb von 20 Jahren ein deutlicher Rückgang. Ähnliches sehen wir bei Betriebs- oder Personalräten, heute noch 12%. Der Betriebe haben einen. Und wenn wir schauen, wo gibt es denn beides, in Tarifvertrag und in Betriebs- oder Personalrat, dann sind es nur noch gut 9% der Betriebe. Aber, und das ist die letzte Zahl in dieser Zeile, über 60% der Betriebe in Deutschland haben momentan weder einen Tarifvertrag noch einen Betriebsrat. Das muss einem erstmal klar werden, dass es so hoch ist. Hat mich ursprünglich auch ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Und wenn wir nach Ostdeutschland schauen, da sehen wir, dass es dort noch ausgeprägter ist, diese weißen Flecken, sage ich mal, in der Tariflandschaft und der Mitbestimmungslandschaft. Also Ostdeutschland noch besonders stark, fast 70%, wo es gar nichts gibt in Bezug auf Tarifvertrag oder Betriebsrat. Und es ist auch im privaten Dienstleistungsbereich überdurchschnittlich hoch. Anders ist es allerdings im öffentlichen Dienst. Im öffentlichen Dienst haben immerhin noch 96% der Betriebe einen Tarifvertrag und sogar 71% beides einen Tarifvertrag und einen Personalrat. Und es gibt sehr wenige Betriebe, die dort die eben weder Tarifvertrag noch Betriebsrat haben. Das heißt also, hier nochmal auf den Punkt gebracht, der Tarifbindungsgrad der Betriebe hat sich eben innerhalb dieser 20 Jahre halbiert. Die Abdeckung durch Betriebsräte ist ebenfalls rückläufig und es sind nur noch rund 9% der Betriebe, die eben sowohl eine Tarifbindung als auch einen Betriebsrat haben. Aber 61% der Betriebe haben weder das eine noch das andere. Und wir sehen immer, dass es in Ostdeutschland ein bisschen schwächer ausfällt. Aber wir sehen auch, dass diese Abdeckungsraten eben auf breiter Fläche rückläufig sind, sowohl in der Industrie als auch im privaten Dienstleistungssektor und im primären Sektor, also Land- und Forstwirtschaft. Sie sind allerdings weitgehend stabil im öffentlichen Sektor. Und in dem Sinn zählt also der öffentliche Sektor dann zur ersten Welt in der Unterscheidung von Wolfgang Schröder. Wenn wir jetzt, ich zeige Ihnen gleich die Zahlen, jetzt nicht die Betriebe anschauen, sondern die Beschäftigten, die abgedeckt sind, dann fällt das Bild doch ein bisschen freundlicher aus. Da sind die Abdeckungsraten ein bisschen höher, aber der Rückgang im Zeitablauf ist eigentlich ähnlich. Und Sie werden gleich sehen, dass rund ein Drittel der Beschäftigten weder einen Tarifvertrag noch einen Betriebsrat haben. Das kann man hier oben in der ersten Zeile wieder sehen für Deutschland. Also Tarifvertrag, ein bisschen höhere Abdeckung bei den Beschäftigten als bei den Betrieben, weil eben Großbetriebe häufig abgedeckt sind. Genauso das Gleiche gilt für den Betriebsrat und Personalrat. Auch immerhin ist fast die Hälfte der Beschäftigten hat eine solche Abdeckung. Beides zusammen sind nur noch ungefähr 40%. Aber rund ein Drittel der Beschäftigten, wie gesagt, unterliegt weder im Tarifvertrag, noch gibt es dort vor Ort einen Betriebsrat. Auch hier wieder in Ostdeutschland stärker ausgeprägt diese Lücke in der Vertretung und auch im Dienstleistungssektor stärker ausgeprägt. Und wie auch wir vorher schon gesehen haben, als wir uns Betriebe angeguckt haben, der öffentliche Dienst, da sieht es wieder ganz anders aus. Da hat praktisch jeder Beschäftigte, wird nach einem Tarifvertrag entlohnt. Da gibt es Personalräte oder beides zusammen auch. Und da gibt es also fast keine Betriebe, die überhaupt, die beides nicht haben, fast keine Beschäftigten. Also da, man könnte sagen, der öffentliche Dienst, das ist so die Ausnahme, die Regel bestätigt. Und gerade weil der öffentliche Dienst jetzt die Ausnahme ist, gucke ich jetzt ein bisschen genauer auf den privaten Sektor. Weil dort sind eigentlich die spannenden Dinge. Auch wieder hier viele Zahlen, die Sie nicht alle anschauen müssen. Aber ich habe hier einfach mal unterschieden, A, zwischen produzierendem Gewerbe und Dienstleistungen. Und dann darin nochmal nach unterschiedlichen Betriebsgrößenkategorien. Und was sehen wir hier? Naja, wir sehen, dass in kleinen Betrieben
eben Tarifverträge nicht so häufig sind, wie ich es mal so ausdrücke, Betriebsräte eine absolute Seltenheit sind und dass es hier auch relativ häufig vorkommt, dass man beides nicht hat, weder einen Tarifvertrag noch einen Betriebsrat. Innerhalb des produzierenden Gewerbes bleiben wir da. In Großbetrieben sieht es völlig anders aus. Da ist der Tarifvertrag die Norm, genauso die Vertretung durch den Betriebsrat. Und dass beides nicht vorhanden ist, das ist wirklich eine absolute Ausnahme. Das ist innerhalb jetzt von Industrie- und Baugewerbe. Bei den Dienstleistungen sehen wir ein ähnliches Bild. Das ist gar nicht so unterschiedlich, wie man sich vielleicht denken könnte. Auch hier ist es so, dass eben auf etwas niederes Niveau hier, ja, dass halt Kleinbetriebe relativ wenig das deutsche Modell leben, sage ich mal, während in Großbetrieben es immer noch eher die Norm ist. Also diese Unterschiede zwischen Groß- und Kleinbetrieben, die sehen wir sowohl im produzierenden Gewerbe als auch in Dienstleistungen. Also nochmal kurz zusammengefasst. In Westdeutschland ist immer noch die Mehrheit der Beschäftigten tarifgebunden, aber wir haben diese deutlichen Unterschiede nach der Betriebsgröße. Die Unterschiede zwischen Industrie und Dienstleistung sind da, aber sie sind nicht so riesig. Betriebsräte finden wir vor allem in größeren Betrieben. Und wenn wir auf Betriebe mit weniger als 100 Mitarbeitern schauen, dann hat eben der Großteil der Beschäftigten dort weder einen Tarifvertrag noch einen Betriebsrat. Schauen wir kurz nach Ostdeutschland, die Zahlen zeige ich Ihnen gleich, dann werden wir sehen, dass die Abdeckungsraten dort etwas niedriger ausfallen, dass das Bild aber trotzdem sehr ähnlich ist. Das heißt mit anderen Worten, wir haben zunehmend weiße Flecken. Weil wenn 80% der Ostdeutschen und 68% der westdeutschen Beschäftigten in Kleinbetrieben des Dienstleistungssektors dann weder Tarifverträge noch Betriebsräte haben, zum Beispiel, dann kann man sie durchaus auch schon in die dritte Welt von Wolfgang Schröder verorten. Wir sehen hier die Zahlen dazu, also hier nur ganz kurz rausgepickt, über die Hälfte eben der Beschäftigten in kleineren Betrieben unter 100 Mitarbeitern eben haben weder Tarifvertrag noch Betriebsrat und im Dienstleistungsbereich ist es bei kleinen Betrieben sind sogar über 80%. Das heißt also, es ist schon irgendwie was dran an dieser Feststellung, dass wir hier eine gewisse Erosion erleben des traditionellen deutschen Modells. Nun könnte man sagen, na ja, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es dafür andere Lösungen gibt, um die Arbeitsbeziehungen irgendwie regeln zu können. Und man könnte jetzt noch ein bisschen schauen nach Ersatzlösungen. Die gibt es ja grundsätzlich schon. Die Frage ist jetzt nur, ob das ein Ersatz ist oder ein vollwertiger Ersatz. Wir beobachten, dass Arbeitgeber zunehmend Gebrauch machen von anderen Formen, die eher informell sind und die nicht gesetzlich verankert sind. Zum Beispiel gibt es Betriebe, die sagen, ja, wir binden uns nicht formell an Tarifverträge, an Branchentarifverträge, aber wir halten uns dran, wir orientieren uns dran. Was auch immer Orientierung damit meint, üblicherweise ist nicht damit gemeint, dass man es auf Punkt und Komma den Tarifvertrag erfüllt und ihn praktisch nur kopiert, kann man ja auch machen, sondern dass man halt in wesentlichen Dingen, zum Beispiel in manchen Arbeitszeitfragen, aber auch in den Lohnfragen eben davon abweicht. Aber im Großen und Ganzen sagt, ja, wir halten uns grob an den Tarifvertrag, weil sonst kriegen sie manchmal eben auch keine Mitarbeiter, wenn sie schon vornherein erzählen, dass sie meilenweit vom Tarifvertrag weg sind. Wir sehen auch, dass es Betriebe gibt, die andere Wege der Mitarbeiterrepräsentation wählen, zum Beispiel sowas wie Belegschaftssprecher oder runde Tische oder so etwas, aber eben nicht Betriebsräte. Betriebsräte sind gesetzlich eingerichtet und haben auch bestimmte gesetzlich verbriefte Rechte. Diese anderen Formen werden meistens vom Management initiiert und manchmal sind manchmal auch nur vorübergehend tätig, wenn es um Bewältigung von spezifischen Problemen geht oder so etwas, aber haben eben nicht die gleichen Rechte wie Betriebsräte. Nun, warum gibt es das jetzt? Oder warum ging die Entwicklung in diese Richtung? Nun, für Betriebe, die glauben, für sie sei ein Tarifvertrag oder ein Betriebsrat eine Zwangsjacke, die das so empfinden, ist es natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ja, aus der Zwangsjacke gehen wir raus, wir suchen unseren eigenen Weg. Das schafft uns mehr Flexibilität und mag uns auch eine gewisse Kostensenkung ermöglichen.
Andererseits wollen aber auch diese Betriebe oft nicht von allem Abstand nehmen, weil sie genau sehen, dass es irgendeine Art von Einrichtung zu haben, und sei es nur ein Belegschaftssprecher zum Beispiel, durchaus hilfreich sein kann. Also in der Fachsprache sagt man da eben, dass es die Transaktionskosten senkt. Denken Sie zum Beispiel an den Verhandlungsaufwand. In dem Sinne ist sowas immer noch besser, als gar keine Institution zu haben. Das ist so ein bisschen der Hintergrund von der Überlegung, ob man sowas macht oder nicht. Ja, wie stark wird es gemacht, ist die interessante Frage. Wenn man genau hinschaut, und ich zeige es Ihnen gleich, sieht man, dass diese Entwicklung, diese weißen Flecken, die ich vorher angesprochen habe, in der Tarif- und Mitbestimmungslandschaft nur relativ wenig reduziert. Es ist immer noch so, dass rund 30% der Betriebe im privaten Sektor weder eine Tarifbindung noch eine Tariforientierung noch ein Betriebsrat noch eine andere Art von Mitarbeitervertretung haben. Wenn wir allerdings in die Großbetriebe reinschauen, das machen wir auch gleich, dann sehen wir, dass solche weiße Flecken doch eher selten sind. Also das traditionelle Modell mit Tarifvertrag und Betriebsrat, das gibt es weiterhin, aber eben fast nur noch in den Großbetrieben. Und deswegen haben wir jetzt tatsächlich unterschiedliche Welten im gelebten deutschen Modell. Gucken wir uns mal ein bisschen an. Wir haben Zahlen auch im IAB-Panel zurück bis 2004, auch zu diesen anderen Dingen, also zur Orientierung am Tarifvertrag. Hier ist der Tarifvertrag, das wäre die Orientierung am Tarifvertrag und das ist wieder weder noch. Und hier runter habe ich es einfach gemacht, das sind die mit Betriebsrat und andere Formen der Mitarbeitervertretung und dann wieder überhaupt keine Formen. Das heißt also, den Tarifvertrag und den Betriebsrat zugleich hatten 2004 8,7% der Betriebe. Wenn wir jetzt die Orientierung noch dazu nehmen oder auch die andere Form der Mitarbeitervertretung, dann wird dieser Kasten ein bisschen größer. Dann kommen wir so auf 18,67% ungefähr. Aber unten hat sich da nicht so wahnsinnig viel geändert bis 2015. Okay, diejenigen, die einen Betriebsrat und einen Tarifvertrag haben, dieser kleine Kasten, der hat ein bisschen abgenommen. Wir haben ein bisschen Zunahme hier bei der Orientierung beim Tarifvertrag. Aber insgesamt hat sich hier wenig geändert. Was sich allerdings geändert hat, ist eben die Zahl oder der Anteil derjenigen, die weder einen Betriebsrat noch eine andere Mitarbeitervertretung noch einen Tarifvertrag noch eine Orientierung am Tarifvertrag sagen. Das waren damals ungefähr 25% der Betriebe. Inzwischen sind es knapp 30% der Betriebe. Tendenz steigend. Und wenn wir das uns nach Betrieben nochmal anschauen, ich habe ja gerade schon darauf hingewiesen, dass da die Betriebsgröße wirklich eine große Rolle spielt. Da haben wir ungefähr die Zahlen, die wir auch insgesamt kennen. Aber hier unten habe ich Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten aufgeführt. Und dort sehen Sie, dass dort zwar es häufig noch einen Tarifvertrag und einen Betriebsrat gibt. Ja, die anderen spielen auch keine so riesige Rolle. Aber Sie sehen das Traditionelle, also dass es wirklich beide Säulen des deutschen Modells haben, Tarifvertrag und Betriebsrat, das ist dort immer noch eher die Norm. Und es kommt eher selten vor, weniger als 2% der Betriebe, die hier bei den Großbetrieben, die weder eine Orientierung oder gerade eine Bindung an den Tarifvertrag haben, noch irgendeine Art formeller oder informeller Art der Mitarbeitervertretung. Also der Unterschied zwischen Groß und Klein ist extrem deutlich, glaube ich, auch hier. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen zusammenfasse, was ich Ihnen hier gezeigt habe, was aber auch andere jüngere wissenschaftliche Analysen zeigen, dann sollten wir zuerst mal uns fragen, wo überhaupt noch das traditionelle deutsche Modell mit Tarifvertrag und Betriebsrat existiert. Nun, es gibt es eben vor allem dort, wo die Betriebe größer oder älter sind. Es ist relativ selten zu finden in eigentümergeführten Betrieben. Da sehen wir eine sehr, sehr starke Aversion gegen Tarifverträge und Betriebsräte. Das habe ich jetzt nicht ausgeführt, aber da habe ich gerade ein Projekt, an dem ich daran arbeite, wo man das sehr, sehr deutlich sieht. Dann in Einzelbetrieben ist es eher selten. In Betrieben, die im ausländischen Eigentum sind, finden wir das deutsche Modell eher selten. Und übrigens auch in exportierenden Betrieben. Das heißt, mit anderen Worten, das traditionelle deutsche Modell zieht sich irgendwie zurück momentan so in beschränkte Bereiche. In einer quasi medizinischen Diagnose haben das Streeck und Hassel vor einigen Jahren als progressive Einkapselung bezeichnet. Und das ist, glaube ich, ein ganz treffender Ausdruck dafür. Ja, wo sind jetzt die weißen Flecken, wo wir weder formelle noch informelle Institutionen haben?
Das finden wir vor allem eben in kleineren Betrieben, in jüngeren Betrieben. Wir finden es in eigentümergeführten Betrieben und in Einzelbetrieben. Wir finden es in ausländischen Betrieben und in exportierenden Betrieben. Und wir finden es auch verstärkt in Ostdeutschland. Und diese weißen Flecken, die haben nun aber teilweise schon ein Ausmaß erreicht, das für Anhänger des deutschen Modells doch irgendwie als besorgniserregend betrachtet werden muss. Das ist natürlich immer eine subjektive Einschätzung, wie man das toll oder nicht so toll findet. Da mag es hier im Saal auch völlig unterschiedliche Meinungen dazu geben. Aber wenn man an das deutsche Modell glaubt oder das als hilfreich für die Bewältigung von bestimmten Arbeitsmarktfragen sieht, dann muss man schon hier sehen, dass dieses Modell auf der schiefen Ebene steht und ziemlich rutscht. Das heißt, insgesamt stellen wir fest, dass diese verschiedenen Institutionen der industriellen Beziehungen, dass die zunehmend diverser werden, dass wir eine zunehmende Heterogenität haben. Anders ausgedrückt, das deutsche Modell, das gibt es gar nicht mehr. Das gibt es auf dem Papier noch, aber wenn Sie in die gelebte Praxis reinschauen, und die Praktiker mögen mich nachher gerne widerlegen, aber zumindest wenn Sie in die Daten reinschauen, sehen Sie es in der Fläche nicht mehr und Sie sehen extreme Unterschiede zwischen verschiedenen Typen von Betrieben, zwischen verschiedenen Regionen und so weiter und so fort. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kommt das? Was ist dahinter? Dazu gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Vielleicht hat auch jeder seinen eigenen Erklärungsversuch. Auch das ist bestimmt eine interessante Sache für die Diskussion später. Ich präsentiere Ihnen einfach mal ein paar Erklärungsversuche, die man so in der Literatur findet. Anke Hassel hat 1999 schon gesagt, naja, das hat zu tun mit dem Strukturwandel zu Dienstleistungen und Kleinbetrieben. Da ist sicher was dran. Allerdings habe ich Ihnen gerade Zahlen gezeigt, die darauf hindeuten, dass die Abdeckung auch innerhalb der Sektoren fällt und auch innerhalb der Betriebskategorien. Das kann also nicht die ganze Geschichte sein. Dann wird zum Teil argumentiert, naja, ist klar, die Betriebe, die schließen, das sind meistens Betriebe, die haben Tarifverträge, die haben Betriebsrat und so weiter und so fort. Und die Neugründungen, es gibt ja immer einen Austausch am Arbeitsmarkt, die Neugründungen, die haben das halt eben nicht. Und allein dieser Austausch führt dazu, dass irgendwie die Abdeckungsrate runtergeht. Dazu gibt es noch solche Dinge wie Outsourcing. Auch da spricht einige Plausibilität dafür, aber wenn man es genau untersucht, das hat die Gruppe von Edison und anderen gemacht in dem Artikel jüngst, da zeigen die, dass dieser Umbruch relativ wenig erklärt. Weitere Erklärung, die man wieder mal hört, die verweist auf die abnehmende Mitgliederstärke und die auch damit abnehmende regulatorische Kraft von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden und auch auf die ganze Dezentralisierung, die man bei den Arbeitsbeziehungen beobachten können. Ja, okay. Klingt nicht unplausibel, aber wahrscheinlich ist das eher so ein Henne-Ei-Problem hier. Keiner weiß so genau, was war zuerst da. Haben erst die Sozialpartner Mitglieder verloren und damit an regulatorischer Kraft verloren? Oder haben sie es nicht geschafft, eben die Arbeitsbeziehungen regulatorisch zu gestalten und haben deshalb Mitglieder verloren? Oder verstärkt sich das wechselseitig? Ich vermute, dass das Letztere eigentlich das Dominierende ist. So genau weiß es keiner. Also wie gesagt, ein gewisses Henne-Ei-Problem, das wir hier haben. Ein anderer Erklärungsansatz stellt darauf ab, dass sich vielleicht die Vorteile und die Nachteile von verschiedenen Arten und Ebenen der Regulierung im Laufe der Zeit ändern. Also früher wurde als einer der großen Vorteile von zum Beispiel Flächentarifverträgen immer herausgestellt, dass sie helfen, den Verhandlungsaufwand, die Transaktionskosten zu reduzieren. Das gilt für heute auch noch, verglichen mit dem, dass er es mit jedem einzelnen Betrieb, in jedem einzelnen Betrieb verhandeln, ist es klar, reduziert das Transaktionskosten. Nur es könnte sein, dass dieser Vorteil im Laufe der Zeit einfach weniger wichtig wird. Dass es heute in Zeiten der Globalisierung und des technischen Wandels viel wichtiger ist, dass man flexibel handeln kann als Betrieb. Und dann, wenn das aber so wichtig ist, dann verlassen eben die Firmen das traditionelle System einer Regulierung durch Betriebsräte und Tarifverträge. Das wäre ein weiterer Erklärungsansatz, der zu überprüfen oder zu diskutieren wäre. Ja, und zum Schluss möchte ich noch einen weiteren nennen. Geht zurück auf Wolfgang Streeck, der es ganz simpel sagt, das deutsche Modell ist erschöpft und letztendlich ausgereizt. It's time is over, steht in seinem Buch.
Also, was sagt er? Der Hintergrund ist der, dass er sagt, naja, nach einer gewissen Zeit sind Institutionen wirklich ausgelutscht. Das heißt, sie brechen zusammen, weil sie einfach nicht mehr in die Zeit passen, nicht mehr in die veränderten Rahmenbedingungen passen. Und dann wird es, dann sinkt eben ihre Effizienz. Um es aufrechtzuerhalten, wird es auch immer teurer. Wenn das System nicht gut passt mehr und man will es trotzdem aufrechterhalten, wird es sehr teuer. Die Kosten der Aufrechterhaltung des Systems steigen. Das führt aber auch wieder dazu, dass das System sich einfach nicht mehr tragen kann irgendwann. Wie gesagt, das ist jetzt eine soziologische Erklärung, die gilt für andere Institutionen genauso, nicht nur für das deutsche Modell der Arbeitsbeziehungen. Wir sehen also eine ganze Reihe von möglichen Erklärungen, welche Ihnen persönlich zusagt oder ob Sie vielleicht noch bessere haben, das können wir gerne nachher noch mal in Ruhe diskutieren. Ich möchte sie hier noch mal in den Raum stellen. Ich glaube, jeder hat ein bisschen was für sich, aber meines Erachtens gibt es nicht die eine Erklärung, die alles hier erklärt. Ja, vor diesem Hintergrund der Entwicklungen, die ich gezeigt habe, aber auch vor dem Hintergrund, dass es eben gewisse Megatrends gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, ergeben sich natürlich bestimmte Herausforderungen für die Tarifpolitik, für die Mitbestimmung, für die Sozialpartner. Ein Punkt, der schon gerade eben auch erst erwähnt worden ist, ist die Rolle des Strukturwandels. Wir haben eben eine Entwicklung, die weggeht vom überschaubaren Industriesektor hin zum Dienstleistungs- und Wissenssektor. Und es war natürlich schon viel einfacher, zum Beispiel Arbeitsbeziehungen durchzuführen, wenn sie nur die großen Industriebetriebe hatten. Wenn sie aber jetzt zunehmend kleine Dienstleistungsbetriebe haben, ist natürlich der Aufwand für beide Seiten, für Arbeitgeber wie für Gewerkschaften, wesentlich höher als vorher, als früher. Und diese Fragmentierung der Arbeitsbeziehungen, die wir beobachten, erhöht den Aufwand, das System praktisch am Leben zu halten. Andere Herausforderungen sind zum Beispiel Globalisierung, technischer und organisatorischer Wandel. Wenn wir zunehmenden globalen Wettbewerb haben, dann müssen sich die Firmen auch stärker spezialisieren und sie müssen anpassungsfähiger sein. Das beobachten wir, dass das passiert ist, auch in den letzten 20 Jahren, sage ich es mal. Das heißt aber auch, dass die Tarif- und die Personalpolitik differenziert sein müssen und flexibel sein müssen. Und wenn wir Herausforderungen technischer Art wie Digitalisierung haben, dann muss uns irgendwie auch klar sein, dass wir das eigentlich nur gemeinsam erfolgreich bewältigen können. Also ich muss, glaube ich, hier nicht darauf hinweisen, dass zum Beispiel Betriebsräte ein Vetorecht bei der Einführung von neuen Technologien haben. Das wird ohne eine kooperative Lösung nicht funktionieren. Und wenn wir gerade die Tendenz haben, nicht nur in Amerika, auch an anderer Stelle, den Protektionismus wieder zu pflegen, dann gefährdet es natürlich das exportgetriebene System in Deutschland und ist eine weitere Herausforderung, die sich irgendwie die Tarifparteien, die Sozialpartner, der sich stellen müssen. Dabei ist auch immer zu beobachten oder zu beachten, dass die Unterschiede zwischen den Betrieben einer Branche im Laufe der Zeit tendenziell zugenommen haben. Wenn Sie so 20, 30 Jahre zurückgehen, war es ein bisschen einfacher, es war nie ganz einfach, das weiß ich auch, aber war es ein bisschen einfacher, so zum Beispiel einen Tarifvertrag zu entwerfen, der ungefähr für die Branche passt. Aber wenn sich die Betriebe in der Branche immer stärker ausdifferenzieren, wenn es größere Unterschiede zwischen großen und kleinen Betrieben, zwischen weltweiten Konzernen und Zulieferern haben und so weiter und so fort, dann haben wir das Problem, dass vielleicht die zentralen Regelungen nicht mehr so gut passen und wenn dann zentrale Reaktionsmöglichkeiten stärker eingefordert werden, wird es wiederum schwierig sein, das im bisherigen System elegant zu lösen. Und vor diesem Hintergrund findet sich auch immer wieder eine relativ starke, ich finde zum Teil überzogene Kritik an den Abschlüssen in Branchentarifverträgen. Also die werden häufig ja als zu teuer gebrandmarkt, zu undifferenziert, zu unflexibel und insgesamt sei das alles sowieso überreguliert. Sie kennen die Kritik, ich glaube, ich brauche sie nicht weiter ausführen hier. Das heißt aber auch, dass eben viele Betriebe, die vor diesem Hintergrund, vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen nicht so ganz zufrieden waren, dann sich zum Beispiel vom Branchentarifvertrag abgewandt haben. Wieder aus dem IAB-Betriebspanel genommen. Die Zahlen haben wir zurück bis 1996. Ich habe sie jetzt hier aktualisiert bis 2018. Und das ist der Anteil der Beschäftigten, die von Branchentarifverträgen erfasst sind.
Und Sie sehen, das Blaue ist Westdeutschland, das Schwarze Ostdeutschland. Aber egal, ob Sie nach West oder Ost schauen, in diesen 22 Jahren haben Sie einen Rückgang hier auf jeder Seite von 21 Prozentpunkten. Und das ist eine Menge Holz. Warum sehen wir das? Naja, es gibt verschiedene Reaktionen, die Firmen zeigen können auf Probleme, die es gibt mit Branchentarifverträgen. Manche treten einfach nicht ein in Arbeitgeberverbände. Andere treten aus, das sind eher weniger. Aber das gibt es auch. Häufiger ist, dass man einfach auf die Tarifbindung verzichtet, also eine OT-Mitgliedschaft wählt. Dann gibt es Firmen, die wechseln von Branchentarifverträgen zu Firmentarifverträgen, um maßgeschneiderte Lösungen für sich zu schaffen. Da hatte man eigentlich erwartet, dass es häufiger vorkommt. Wir haben da keine massive Entwicklung in diese Richtung. Und dann gibt es auch noch was, was ich Ihnen leider nicht als Grafik zeigen kann, weil keiner gerne darüber redet. Das sind eben Verstöße gegen tarifvertragliche Regelungen. Man hat eine Regelung, die steht irgendwie schön auf dem Papier, aber irgendwie, um Beschäftigung zu sichern oder die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, was auch immer, findet man doch irgendeinen Weg drumherum. Also zum Teil auch in Absprache mit der Belegschaft. Ob das immer ganz freiwillig ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Klar. Aber es gibt solche sehr flexiblen Regelungen. Ich nenne das immer die italienische Lösung. Also man findet schon einen Weg drumherum, wenn es nötig ist. Das war in Deutschland eigentlich früher unüblich. Wir waren immer als extrem gesetzestreu verschrien. Aber hier gibt es in der Praxis doch manche Dinge, die durchaus, sagen wir mal, vor 20 Jahren noch als ungewöhnlich betrachtet worden wären. Das heißt also, es tut sich doch einiges. Das heißt natürlich auch, dass die Herausforderungen eben für die Sozialpartner und für die Sozialpartnerschaft nicht geringer werden. Fangen wir bei den Gewerkschaften an. Wir sehen, dass die Mitgliederstärke erodiert. Ich habe es Ihnen gezeigt. Damit einhergeht ein gewisser politischer Bedeutungsverlust. Und es ist also die Herausforderung, natürlich die Arbeitnehmer anzulocken. Man arbeitet zum Beispiel momentan mit Differenzierungsklauseln, die halt dann die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft attraktiver machen würden. Man geht stärker auf die Mitglieder ein. Man versucht, also denken Sie zum Beispiel IG Metall, die sich neu erfunden hat als Mitmachgewerkschaft. Man versucht, neue Themen in der Tarifpolitik aufzugreifen, zum Beispiel Demografie, altersgerechtes Arbeiten und so weiter und so fort. Die Arbeitgeberverbände stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Auch hier gibt es massive Probleme, die Mitgliedsfirmen zu gewinnen oder zu halten. Und es gibt auch interne Differenzen zwischen, sagen wir mal, Zulieferbetrieben und Großkonzernen, die alle unter dem gleichen Branchentarifvertrag passen sollen. Und das heißt, man braucht auch weitere attraktive Angebote. Es reicht wohl nicht immer nur auf die OT-Mitgliedschaft zu setzen, sondern Sie brauchen andere Dinge, um eben die Mitglieder zu gewinnen oder zu halten. Und Sie brauchen mit Sicherheit auch möglichst differenzierte Tariflösungen. Und für beide gilt eben auch das Problem, oder aus Ihrer Sicht Problem, dass die Lohnfindung eben zunehmend dezentraler wird, dass die Arbeitsbeziehungen fragmentierter sind. Dadurch steigt der Aufwand, steigen die Kosten eigentlich für beide Seiten. Und in gewisser Weise, auch weil vieles eben sich dezentralisiert, mehr auf die Betriebsebene geht, ergibt sich auch ein gewisser Bedeutungsverlust relativ zu den Betriebsparteien. Ich habe vorher schon die Abnahme der regulatorischen Kraft angesprochen. Also man kann schon so weit gehen zu sagen, dass die Rolle der Sozialpartner, die sie bisher gespielt haben, wirklich gefährdet ist. Und es sind Lösungen gefragt für Herausforderungen wie, ich habe es schon genannt, demografischer Wandel, Fachkräftemangel und solche Dinge. Das heißt, beide Organisationen müssen eigentlich ein Interesse daran haben, sich selbst und das System zu stabilisieren. Und in gewisser Weise müssen wir das vielleicht auch gesamtwirtschaftlich ein Interesse daran haben, weil das richtige Alternative sehe ich im deutschen System zumindest momentan nicht. Das heißt, es ist unter anderem eben auch eine moderne, eine attraktive Tarifpolitik erforderlich. Und wir brauchen wahrscheinlich sowas wie einen geschickten Mix aus Kooperation und Konflikt. Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss kommen, dass wir auch noch ein bisschen Zeit haben für eine Diskussion. Meine Schlussfolgerung wäre, dass das deutsche Modell der Arbeitsbeziehungen mehr und mehr einem Schweizer Käse gleicht. Was ich Ihnen gezeigt habe, sieht von außen ziemlich solide aus, aber innen gibt es extrem viele Löcher. Wir haben gesehen, dass das traditionelle Modell sehr starke Erosionstendenzen aufweist. Diese Kombination von Tarifvertrag plus
Betriebsrat plus Sozialpartnerschaft, die finden wir fast nur noch in größeren und älteren Industriebetrieben, befinden sich in Westdeutschland und im öffentlichen Sektor. Wir haben gesehen, dass die neuen informellen Institutionen, wie zum Beispiel Orientierung an Tarifverträgen oder andere Formen der Mitarbeitervertretung, dass die die Erosion eigentlich wenig gedämpft haben, dass also die weißen Flecken in der Tarifvertrags- und Mitbestimmungslandschaft wachsen. Es gibt große Herausforderungen für die Sozialpartner, für die Sozialpartnerschaft. Zum einen die Mitgliederprobleme beider Seiten, aber auch der drohende politische und wirtschaftliche Bedeutungsverlust. Die Abwendung vom Branchentarifvertrag ist für beide Seiten ein Problem, die zunehmende Dezentralisierung der Lohnfindung. Das heißt, die Sozialpartner müssen versuchen, stärker auf Arbeitnehmer und auf Firmen einzugehen und eben auch eine differenzierte Tarifpolitik betreiben. Und unterm Strich kann man durchaus sagen, dass beide Sozialpartner und auch das Modell der Sozialpartnerschaft gefährdet sind. Das sieht man auch ein bisschen, also war ich ein bisschen überrascht, als ich jüngst zum Beispiel gesehen habe beim Kongress der IG Metall, als nicht mehr so viel, als ich den Eindruck hatte, dass nicht mehr so viel übrig ist von der Sozialpartnerschaft, wie wir sie mal gekannt haben. Also wenn du plötzlich in Redebeiträgen auf Gewerkschaftsseite von Funktionären und von renommierten Funktionären zum Teil dann die Arbeitgeberseite als Feind betrachtet wird, explizit. Früher wurde da vielleicht noch vom Gegner gesprochen oder sogar mal vom Partner, dann kann man natürlich schon ein bisschen fragen, ob es hier an einem gewissen Grundvertrauen mangelt und ob das System auch hier von innen raus ein Problem hat. Weil wenn der gegenseitige Respekt fehlt, wird es auch sehr schwer sein, als Sozialpartner zusammenzuarbeiten. Nun, eine offene Frage, die ich vielleicht am Schluss noch aufwerfen möchte, ist die, ob der Staat jetzt mehr tun sollte, um das System zu stabilisieren. Da kann man auch sehr unterschiedlicher Meinung sein. Also Wolfgang Streeck zum Beispiel kritisiert den Staat dafür, dass er zu wenig täte oder getan hätte in den letzten Jahren. Ein anderer Soziologe, Thomas Heipeter, ist ein bisschen optimistischer, der sieht eher so gerade Revitalisierungstendenzen und meint, ja, insbesondere die Gewerkschaften, die fangen sich wieder und das ganze System hat durchaus noch eine Zukunft. Ich tue mich schwer, da wirklich eine abschließende Beurteilung von meiner Seite zu liefern. Wie gesagt, das Problem, dass wir gerade ein bisschen stärker in Konflikte reingehen und dass die Kooperation vielleicht gerade ein bisschen an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Branchen ein bisschen Probleme hat, das habe ich gerade schon angesprochen. Aber wie dem auch sei, grundsätzlich ist es so, dass Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Sozialpartnerschaft, dass die eigentlich schon immer oder schon seit langem immer wieder mal totgesagt werden. Aber wir wissen ja, das deutsche Sprichwort, Totgesagte leben länger. Und in dem Sinn bin ich durchaus optimistisch, dass wir, wenn 10 Jahren eine gleiche Konferenz hätten, eigentlich die beiden Seiten immer noch existieren. Ob das System noch das gleiche ist, ist die andere Frage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion.